So, komm mit, komm rein. Komm rein. Brauche ich Häschen. So. 1, 2, 3, 4 Hasen habe ich jetzt zusammen. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Paradise Part. Ich glaube, es ist schon wieder Nacht. Ja. Hohoho, wer hätte es gedacht? Jetzt habe ich gerade einfach die Aufnahme ausgemacht. Warum? Voll blöd. Das Problem ist auch einfach, ich will verdammt nochmal die Sicht ändern. Mensch. Das Problem ist, dass ich hier ständig... ich bin nicht mehr AFK, ist schön. Joine, wenn gerade Nacht ist, lustigerweise. Nein, das Problem ist, ich warte immer, bis ich eine gute Zeit gefunden habe, die ich mir auch merken kann, um mit der Aufnahme zu starten. Das ist jetzt zum Beispiel 3:15. Nein, 3:45, Entschuldigung. Dann kann ich mir gut merken, bis ungefähr... 4 oder kurz nach 4 müsste die Folge theoretisch gehen. Praktisch natürlich auch. Spinne. Stirb. Ich habe mir überlegt. Wie gut. Jetzt hat er hier einfach die Bank wieder hingestellt, weil ich mich letztes Mal beschwert habe, dass wegen den Questingern hier die Bank nicht mehr steht. Zu Hause von Xonix. Oh, dann schaue ich da doch nochmal vorbei. Ich glaube, er hat da jetzt ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, er hat da jetzt ein bisschen ausgebaut. Ich finde das aber mega gut, dass er das hier mit dem Schild gemacht hat. Finde ich echt cool. Och, komm, lass mich in Ruhe, ey. Ich glaube, das hier hattet ihr noch gar nicht gesehen. Hier stand ja vorher unsere Bank, unsere Awesome Bank, die keine war. Das hier sind die Questtafeln, beziehungsweise die schwarzen, in diesem Fall eher roten Bretter, auf denen die Quests jetzt immer zu finden sind. Auf dem rechten Brett finden sich alle Quests, die momentan so zur Verfügung stehen oder die uns in den Kommentaren geschrieben wurden, die finden sich hier. Und alle, die angenommen wurden, stehen hier mit demjenigen, der die Quest angenommen hat, dahinter. Wie zum Beispiel den Hasenkäfig, den habe ich hier angenommen. Das Schloss bauen momentan Hagmi und Nilo. Und ja, wie gesagt, es gilt immer noch, wenn ihr Quests für uns habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Es ist vollkommen egal, bei wem ihr das tut. Es kann bei mir sein, es kann bei jedem anderen auf dem Paradise-Server sein. Und ich habe mir überlegt, ich fange mal mit dem Hasenkäfig an, wenn ich jetzt schon so großkotzig dahergeredet habe mit, das ist meiner, den mache ich. Dann sollte ich das vielleicht auch irgendwann mal tun. Um diesen Hasenkäfig zu bauen, bräuchte ich in erster Linie aber auch erstmal Hasen. Und ich habe mir mal durchgelesen, ich wusste gar nicht, womit man die anlocken kann. Das ist ja natürlich irgendwie logisch, dass man die mit Karotten anlockt. Aber ich war mir nicht sicher. Okay, man kann sie auf jeden Fall mit Karotten locken. Und deshalb gucke ich jetzt mal, wo ich hier Häschen finde. Ich hoffe, es sind wenigstens so ein paar in der Nähe, dass ich hier nicht Gott weiß, wohin rennen muss, nur um Hasen zu finden. Und theoretisch brauche ich ja auch, ach, was für ein Glück. Guckt euch das mal an hier. Direkt ein Häschen gefunden. Hi, kommst du mit mir? Kommst du mit mir? Theoretisch brauche ich ja eigentlich auch nur 2 Hasen, weil es sollen zwar 4 Hasen drin sein, aber wenn ich die 2-mal paare, dann sind es 4. So rein mathematisch gesehen glaube ich zumindest, dass es dann 4 sein müssten. Also wenn ich die 2 Häschen, die ich dann gefunden habe, jeweils 2... Oh, ist das perfekt oder ist das perfekt? Leute, ich habe meine Hasen zusammen. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Ah, da sind die beide. Beide sind hinter mir. Das ist gut, das ist sehr gut. So, kommt mit. Kommt mit, Häschen, Häschen. Komme ich hier irgendwie durch? Nein, komme ich nicht. Gehe außen rum. Sehr schön. Boah, die rennen mir aber auch hinterher. Die kleben an mir wie so Kletten. Kaum habe ich die Karotte in der Hand. Das ist sehr gut. Finde ich viel besser als die Schweine, die mir irgendwie so überhaupt nicht hinterherlaufen wollen. Oder Kühe oder überhaupt die ganzen Viecher. Die rennen einem überhaupt nicht richtig hinterher. Aber die Hasen, die kleben förmlich an mir. Sehr geil. Finde ich sehr gut. So, ich weiß nicht, ob die Quest beinhaltete, dass ich jetzt die 4 Hasen alle explizit einsammeln muss. Oder ob es einfach nur hieß, dass ich halt 4 Hasen haben muss für den Käfig. Ist egal, ob ich die jetzt züchte oder nicht. Ich hoffe, die können hier nicht drüber springen. So, keine Sorge, der Hasenstab... Moment, jetzt muss ich irgendwie noch rauskommen. Der Hasenstall wird woanders hingebaut. Der kommt nicht an mein Haus ran, sondern ich würde ihn wahrscheinlich eher in die Nähe von dem bauen, wo auch schon Tiere sind.
Sprich, irgendwo bei Hagmi oder hinter Hagmis Haus in der Nähe. Ich habe noch gar keinen Platz dafür ausgesucht. Das ist sehr geil. Ich fange die Folge an mit: Ich baue jetzt den Hasenkäfig. Hab zum einen noch keine Hasen und zum anderen keine Ahnung, wo ich ihn hinbauen will. Das ist sehr gut. Planung, Yari, du bist die Beste. Ja. Dann gucke ich einfach mal, ob ich hier hinten irgendwo das Käfigle hinbauen kann. Oh, es ruckelt. Es ruckelt dezent. Also, ah ja, wahrscheinlich wegen den Hühnern hier. Die vielen, vielen Hühner von Hagmi. Theoretisch, ich habe jetzt leider die Live-Map gerade nicht vor Augen, deswegen kann ich schlecht sagen, wo hier noch Platz ist und wofür hier vor allem noch Platz ist. Da der Stall erstmal nur vier Hasen beinhalten soll, glaube ich nicht, dass ich den so wahnsinnig groß mache. Also wäre irgendwie schon ganz schön, wenn das so halbwegs zentral wäre. Da hier die Hühner, dieses Hühnergedingsbums ist, würde ich sagen, könnte ich, wenn Hagmi damit einverstanden ist, hier irgendwo an den Rand den Hasenkäfig setzen. Hasenkäfig, Hasenstall, Hasen, Hasen halt, ne? So. Aber ich glaube, ich versuche erstmal, das hier irgendwo so hinzubauen. Ich kann es ja immer noch umbauen, wenn irgendwer nicht damit einverstanden sein sollte. T-t-t-t-t-t. Ist dann, ja, ist auch blöd. Ist dann hier irgendwie so mitten in der Stadt? Dann hockt da einfach so ein Hasenkäfig. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich eigentlich so einen Hasenkäfig bauen soll. Ich könnte das ja vor mein Haus, an mein Haus, bei mein Haus. Keine Ahnung, was ich ja sehr produktiv die Ver Moment. Coole Sache. Sehr coole Sache. Was auch immer das genau ist. Ach, wie cool ist das denn? Also das hier mal stark. Finde ich sehr, sehr cool. Xonix. Finde ich sehr cool. Ich hoffe, du verzeihst es mir, wenn ich kurz in dein Häusle reingehe. Ich bin neugierig. Oh, Keller hat er auch schon. Ich habe mich schon gewundert. Es sah von außen noch so aus wie vorher. Also ich habe quasi zugeschaut, wie er das gebaut hat auf der Live-Map. Und es hat sich jetzt die letzten 2 Tage halt nicht viel getan, aber es hat sich halt hier der Untergrund. der Untergrund von Paradise. Oh. Da hat sich was getan und hier oben hat er auch den. Hilfe! Oh mein Gott. Hier oben hat er auch seine Dachterrasse vollendet. Das ist wundervoll. Kann man sich sonnen und sich die Strahlen auf den Bauch scheinen lassen. Hier oben wäre noch so eine Liege, ganz cool. So eine Sonnenliege auf dem Dach. Hey, wie komme ich hier wieder runter? Ah, so. Juhu. Okay. Also sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Ist zwar klein und fein und sogar noch kleiner als meins, was ich am Anfang schon sehr cool fand. Aber ja. Also ich würde sagen, ich baue den Hasenstall doch erstmal an mein Häusle dran, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe, weil momentan fällt mir erstmal nichts anderes ein. Erstmal. Und deshalb werde ich jetzt hier die zwei Häschen erst schon mal paaren. Komm, da, so, zack, macht Babys, los. Ihr sollt Babys machen. Geht doch. Ich habe jetzt keine Ahnung, was für Farben dabei rumkommen, beziehungsweise wie ich es irgendwie managen kann, dass da die Farben bei rumkommen, die ich haben möchte. Ich weiß, dass das irgendwie gehen soll angeblich, dass man je nachdem, mit welchem man das jetzt zuerst paar. Oh nein, jetzt vermischen die sich. Halt, geh zurück. Komm her, komm her. Nein. Ah, die kleinen Hasen reagieren da noch nicht drauf. Scheiße. Okay, dann mache ich das jetzt einfach so hier. Zack. Zack, zack, zack. Die Schafe gehen mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven hier mit ihrem Mäh. Genau damit. Jetzt muss ich aufpassen, dass die mir hier nicht flöten gehen, die Häschen. Ja, brauchst mich gar nicht so angucken. Geh weg. Geh weg. Mach ich das mal so rum. So, jetzt mache ich das mal so, dass ich hier das mal so.
Soll ja auch ungefähr, hey, das sieht cool aus. Aber hat ehrlich gesagt wenig Sinn, deswegen habe ich jetzt die Tür weggemacht? Ja, habe ich, ne? Brauchst mich gar nicht so anzugucken, du kriegst noch nichts. Ich krieg erst was, wenn ihr. Ach, ich habe auch Hunger. Hauptsache, ich fütter die Viecher, aber hab selber Hunger, wieso? Ich habe das Zauntor weggemacht, tatsächlich. Zack. So, jetzt kann ich das hier noch weghacken. So, dann habe ich zumindest schon mal drei der vier Hasen. Und muss. Hab noch 10 Minuten. Okay. Ja. Ich glaube, ich brauche einfach erstmal ein Grundkonzept, weil ich noch keine Ahnung habe, wie dieser Hasenstall überhaupt aussehen soll. Deshalb werde ich das, glaube ich, doch auf nächstes Mal vertagen. Ich war zumindest insofern produktiv, dass ich Hasen gesammelt habe und mir überlegt habe, wo ich denn meinen Hasenstall überhaupt hinbauen könnte. Ich fände es ganz cool, wenn wir mit dem Marktplatz noch irgendwas machen würden. Also wenn um den Marktplatz herum noch irgendwas passiert. Wir hatten schon überlegt, dass wir hinter den Marktplatz sozusagen, also ich zeige euch mal kurz wo, hier so. Da. Das schwarze Brett wird übrigens dann auch hier natürlich bleiben. Ne? Das wird auch weiterhin unser schwarzes Brett sein. So, hier hinter, wo das Höllentor ist, da wird quasi jetzt das Rathaus entstehen. So dass man hier quasi, das ist ja unsere Geldwechselhalle hier, unsere Wechselstube, dass quasi hier hinter relativ zentral das Rathaus hinkommt. Und hier hinten, kann ich auch noch mal kurz zeigen, ist schon so ein kleines bisschen was entstanden. Nicht das dahinter. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich habe natürlich kein Bett dabei. Ist egal, ich gehe gleich pennen. So, hier hinter, meine Damen und Herren, geh mal weg, wird bei Zeiten das Domizil des zukünftigen Herrschers entstehen, nämlich mir. Natürlich. Nein. Ups, Verzeihung. Hier ist das oder wird das Schloss entstehen. Hau ab. Ja, hier haben wir schon mal so ein. Bin ich denn jetzt blöd? Ich habe hier die ganze Zeit irgendwelche Enderman-Spuren um mich herum. Warum? Seht ihr das? Der switcht hier total aufgeregt durch die Gegend, mein Gott. Also hier wird auf jeden Fall das Schloss entstehen. Das sind so die Grundsteine unseres Schlosses. Und ich bin schon sehr gespannt, was sich die beiden Jungs da ausgedacht haben. So ein Schloss ist ja schon nicht ganz einfach, muss ich sagen. Zum einen, weil groß und zum anderen, weil viele Zimmer. Voraussichtlich viele Zimmer. Und ja, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben, dass nur die beiden Jungs hier dran oben bauen. Ich meine, das ist ja schließlich ein Gemeinschaftsserver und so ein Schloss ist ein sehr großes Projekt. Da kann es wahrscheinlich sein, dass einige von uns dann auch noch mitbauen. Aber ich denke mal, die Planung wird auf jeden Fall von Hagmi und Nilo ausgehen. Weil die beiden sich dieser Quest nun einmal angenommen haben. Ich habe meine Wasserläufer-3-Schuhe ja verloren, habe jetzt tollerweise Wasserläufer-2-Schuhe gefunden. Stirb verdammt nochmal. Und die droppen mal wieder gar nichts. Ich finde das immer so, ich finde das immer blöd, wenn die Mega-Mobs, die hier so eine awesome Rüstung tragen, dann nichts droppen. Naja, ist egal. Jetzt habe ich im Prinzip doch noch versucht, die Zeit so ein bisschen totzuschlagen, indem ich einfach irgendwas erzähle und ich habe schon wieder Hunger. Und weil ich einfach keine Ahnung hatte, wo ich den Hasenstall hinbauen soll. Ich bin jetzt natürlich wieder jemand, der ouch, sich wehtut. Der nicht einfach irgendwas irgendwo hinbauen will, ohne dass ich das mit dem Hey, mein vierter Hase. Hallo, Hase. Hase. Hase kommt. Oh, jetzt sind es mehr als vier. Ja, kommt mit. Ist egal. Dann muss halt einer dran glauben. So, mitkommen. Ich habe vier Hasen. Hasensammelrunde. Ich dachte, die Kleinen hören nicht, die reagieren halt nicht auf Möhren, aber das tun sie offensichtlich doch. Ah, Mist. Wenn ich nicht rennen kann, kann ich hier so schlecht rüber springen. Komm. Komm, Häschen, komm. Machen wir die Kacke da weg.
muss ich das natürlich auch wieder hinsetzen. Komm da raus, komm da raus, komm raus. Sei lieb. Ja, komm, ja, komm. Hase, komm. Komm, komm, Häschen, komm. Er will nicht. Komm, Häschen. Oh, jetzt hängst du wieder unter diesem. Ja, gut, ich brauche ja auch nur einen. Komm her. Theoretisch brauche ich nur. Nein! Aua! Ach, ihr seid doch doof. Ihr dämlichen Hasen. Wenn ich dich jetzt nur deswegen töte, dann hau ich dich. Stirb mit einer Karotte. Karottenpower! Jetzt rennt mir doch eine Hase rennt mir noch hinterher. Das ist schön. Habe ich schon erwähnt, dass ich Bauchweh habe? Aber das interessiert wahrscheinlich keinen. So, Speedy Gonzales. Ja, Mann. So, komm mit. Komm rein. Komm rein. Braves Häschen. So. Eins, zwei, drei, vier Hasen habe ich jetzt zusammen. Jeweils in Sandfarben. Salt and Pepper und Schwarz. Wundervoll. Dann würde ich sagen, habe ich doch das, was ich heute schaffen wollte, halbwegs geschafft, indem ich zumindest die Hasen gesammelt habe. Das ist doch schon mal viel wert. Das heißt, ich kann in der nächsten Folge definitiv mit dem Stall anfangen und gehe jetzt erstmal noch pennen und beende dann meine Folge, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Ich finde es sehr interessant, dass wir uns jetzt den Quests widmen. Wie schon erwähnt, schreibt uns einfach Quests unten in die Kommentare rein. Es ist vollkommen egal, ob das irgendwas ist, was wir bauen sollen oder irgendetwas, das wir tun sollen. Jede Quest wird gerne angenommen. Und wenn ihr für die speziellen Leute Quests habt, wie jetzt zum Beispiel für Hackmi speziell oder nur für Captain Lucky oder nur für mich, keine Ahnung, dann könnt ihr das trotzdem unter die Videos der anderen schreiben. Es wird auf jeden Fall alles hier auf dieser Tafel ankommen. Und ja, wie gesagt, haut unsere Kommis voll mit Quests. Autsch, Hilfe, nein, aua. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann endlich mit dem Hasenstall anfange. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn dem so sein sollte. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!